Mein Name ist Martin Haug und ich bin der Lichtdesigner bei der Tanzkompanie Sascha Walz und Guests. Ich gucke mir Proben an von den Tänzern und dann höre mir die Musik an und dann überlege ich mir Bilder im Kopf, was ich mir dazu vorstellen könnte an Licht. Aber ganz vorne, zur Z1, da ist es auch noch hell. Das ist natürlich, da muss man viel wegmachen. Und erzähle ich ihr dann, Sascha Walz. Und erst in den Endproben wirklich, wenn wir dann im Theater sind, kommen wir dann wirklich oder arbeiten zusammen am richtigen Lichtkonzept. Hier bei diesem Stück Continue ist es so, dass am Anfang fadet das Licht ein und die Tänzer erscheinen ganz leicht und man sieht nur die fliegenden Tänzer und gar nicht den Raum, in dem sie sich bewegen. Das Bühnenbild besteht ja aus einem schwarzen Raum mit zwei schwarzen Seitenwänden, einer Rückwand und einem Boden. Ich dachte auch erst, dass es ein bisschen schwierig wird für mich, weil ein schwarzer Raum sagt eigentlich nicht so viel aus, aber durchs Licht haben wir es irgendwie doch geschafft, diesen Raum sehr wandelbar zu machen.